14. Wie alt ist man denn mit 14? Da kann Balu Telly, Telly, Telly. Eli, was hältst du davon? Würdest du jetzt einfach perspektivisch, würdest du mit einer zusammenkommen, die davor OnlyFans hatte? Digga, das ist eine gute Frage. In meinen Augen, persönliche Einschätzung, frontet mich, ob ihr wollt oder nicht. OnlyFans. Das Lampenwort. Moral, technisch gesehen, SCH-Lampenmäßig. Da ist die Lampe. So, ne, moraltechnisch. Aber an sich, Digga, die verdienen so viel Kohle. Und ja, ja. So Freunde, da kostet, also ist, ich nehme eher die Leute, also das ist ein Full Front an die Leute, die dich da ein Abo holen. Wie dumm ja, seid ja, ihr? Ja, klar. Und, ey, Männer, ich habe so viel Internetseiten, schreibt mir. Freunde. Da kriegt ihr Videomaterial sogar. Freunde, wer für OnlyFans 15 Euro im Monat zahlt, der ist komplett am Ende in meinen Augen, persönliche Auffassung. Also wirklich, das ist so dumm. Das ist so dumm. Und die Mädchen, die das machen, sind in meinen Augen SCH-Lampen. Ist mir doch scheißegal, ob ihr jetzt mich... Oh, du bist eine clevere SCH-Lampe. Du bist so ziemlich clever, weil du halt nicht... Du musst halt keine Klöten lutschen oder so. Du machst es halt nur bildertechnisch gesehen. Aber so an sich gleiche Stufe, finde ich persönlich. Die Leute, die ihr verdient richtig viel Kohle, Freunde. Wenn du 1000 Subs hast, sozusagen, dann verdienst du einfach, Junge, dann verdienst du 15.000 Euro. Ich weiß nicht, wie viel die. Also, du kannst auch einstellen, wie viel dein monatlicher Preis ist. 5 Euro. Bei mir wird so ein Bild 20er Lachs kosten. Was? Ja, Freunde, mit Klöten vielleicht sogar 25, ja? Aber gibt es überhaupt Leute, die so richtig viele Subs haben da? Ja. Haben die 1000 Subs? So. Ja. 300 ist ja auch schon. Also, als Mädchen ist es halt. Aber wer ist denn so dumm und macht es? Ey, dann sind Leute da draußen. Ich hab schon ein paar kennengelernt, Sidney, was? Sag mal was. Guck mal, Freunde. Nein, nicht du. Sub bei YouTube und Twitch und so. Das hat ja, also ob ihr könnt, ihr habt Emotes, ob das jetzt so cool ist, einmal eingestellt. Die meisten haben Sub oder viele haben Sub-Chat an. Ihr fallt auf im Chat. Ihr könnt reinschreiben. Es ist nicht mal, es kostet nicht so, also, für was ihr Sub, das ist so was komplett anderes. Und es kann halt auch, hier gibt es bei YouTube Subs für 2 Euro. Bei Twitch gibt es Subs für umsonst sozusagen. Man kauft sich einen W-Kost für 800 Coins, obwohl man Cristiano Ronaldo gratis bekommen kann. Ja, fühle ich. Ist okay. Fühle ich. Anfang ist ein bisschen schwer, Schwer zu verstehen, aber ich fühle das. Ja. Digga, da, sag, gibt es da richtig geile Viber auf OnlyFans? Du kannst dir eine Cardi B anschauen, aber das ist halt Geschmackssache. Ja, aber du kannst doch, das ist doch, hä, wie lost muss man denn sein, Chat? Das Einzige, was ich verstehe, theoretisch gesehen, also an alle, die für OnlyFans wirklich 15 Euro da einen Sub da lassen und diese ganzen TikTok-SCH, mein CPM. Digga, die freuen sich dann auf einen Cola-Keks sogar, aber ja, die verdienen ihre Kohle damit, was denn? Denn es ist scheißegal. Also, um die Frage jetzt wieder zu spiegeln, ich mache ein bisschen den Moderator, Sidney, das sagst du. Eli, würdest du das, nochmal, ich wiederhole, um dass das nicht falsch rüberkommt, wenn dieses ganze Situation ganz sinnbildlich, würdest du sie damit eher in eine Beziehung gehen? Nein. Okay. Ja, und deine Begründung hast du gegeben, nachvollziehbar. Dann habe ich natürlich auch gleich ein nächstes Thema. Wann beginnt bei dir das Fremdgehen? Ab wann ist es Fremdgehen? Fremdgehen? Gutes Thema. Beginnt wo? Boah, gutes Thema. Fremdgehen? Vielleicht fange ich an, Digga, und dann untermauern wir das alles. Ich stelle mir selber die Frage, wann würde ich es selbst für mich empfinden, wann würde mir meine Freundin fremdgehen? Da würde ich sagen, wenn sie mit einem Typen... Boah. Also, wenn du noch kurz überlegen willst, dann schmeiß ich da rein, dann kann Sidney. Ja, schmeiß mal rein. Also, meiner Meinung nach beginnt das Fremdgehen beim Schreiben. Aber also, nur, beispielsweise. Nur, wenn man sehr, sehr versaut schreibt, finde ich. Nee, ich meine, ja, angenommen, du bist jemanden. Man kann ja nicht verhindern, dass Jungs andere Mädchen auch anschreiben, die in einer Beziehung sind. Da kannst du nichts machen. Ja. Das kann viele auch nicht wissen. Viele haben sich nicht erfahren. Genau. Freund oder sie sagt auch, hey. Genau, aber dann liegt es ja an der Frau. Ich meine, du
Bist du in einer Beziehung? Ja, die Jungs können nichts dafür. Du bist in einer Beziehung. Warum schreibst du dann zurück? Da beginnt das Fremdgehen. Warum schreibst du zurück? Was willst denn du? Du hast doch schon mich. Ja, ja. Willst noch ein Stück Kuchen? Ja, ja. Fühle ich. Ich glaube, ja, ich würde auch sagen, so hinterm Rücken schreiben. Aber es kommt halt drauf an, was du schreibst. Digga, wenn meine Freundin jetzt mit einem Typen schreiben würde, so hinter meinem Rücken und sie flirten miteinander, zum Beispiel sie sagt dann, oh, ich finde, du siehst voll gut aus und so eine Scheiße. Ja. Das ist schon für mich Fremdgehen, ja. Plus eins. Ja. Und das wäre auch schon ein Grund für mich, zum Beispiel das Ding dann auch zu cutten. Also, um deine Frage zu beantworten, Fremdgehen beginnt beim Flirten hinter einen Rücken. Weil wenn sie das macht, Freunde, wenn ein Mädchen sowas macht oder ein Junge, vielleicht gucken ja zwei Mädchen gerade den Stream, wenn ein Junge sowas macht oder ein Mädchen sowas macht, hinter den Rücken flirten, so intensiv flirten, dann, dann könnt ihr euch sicher sein, bei der ersten Möglichkeit würde sie wahrscheinlich auch ins Bett springen, würde ich so sagen. Mhm. Ich glaube, es wird immer kniffliger, wenn zum Beispiel, wenn jemand nicht miteinander schreibt, also nicht schreiben, flirten, aber dann kommt es zu einer Situation, weiß nicht, keine Ahnung, dass die halt feiern sind oder so eine Scheiße. Ah, weißt du, was ich meine? Die Versuchung wird halt immer schlimmer. Ja. Aber beim Feiern gehen ist aber auch kritisch, ne? Also, wenn man so ein Mädchen sieht, man weiß nicht, ob die einen Freund hat oder nicht. Ja, du kannst ja nichts dafür, Freunde. Stellt euch mal vor, ihr seid ein Typ und ihr seht irgend so ein Mädchen. Oder ihr seid ein Mädchen und seht einen Typen und ihr macht den so ein bisschen an. Oder ihr macht sie an. Und sie sagt zu euch nicht, dass sie einen Freund hat. Digga, das ist doch, woher sollt ihr das wissen? Das ist doch alles regelkonform. Wenn sie euch sagt, Freunde, lustige Geschichte, damals, Oberschule, ihr wisst nicht, wie oft war das der Fall? Zwei oder dreimal sind Leute zu meiner Schule gefahren und wollten mich schlagen, weil er in die Gelle an die DMs geslidet ist. Weil er seine Finger im Spiel hatte und überall in die DMs geslidet ist, links und rechts. Und dann wurde mir irgendwann in der Schule gesagt, du hast die Freundin vom Kollege Schnürschuh angeschrieben. Digga, dann sind die zu mir in die Schule gefahren und wollten mich schlagen. Dann habe ich den Chat gezeigt und meinte, Großer, was willst du mir erzählen? Die hat geflirtet, die hat nicht gesagt, du hast einen Freund. Und dann war die Sache gegessen. Dann haben die sich um sie gekümmert, nicht um mich sozusagen. Was willst du dagegen machen? Wenn du Mädchen anschreibst... Ich war raus aus dem Schneider. Ja, ich war raus aus dem Schneider. Hier, du musst immer screenshotten, Freunde. Immer, also ihr seid da raus aus dem Schneider. Und dann weiterzumachen, um das Thema dann vielleicht auch nochmal intensiver zu besprechen. Ist für euch ein Pornoschauen schon fremdgehen? Nein! Was? Oh, guck mal! Digga. Hey, ich bin der Moderator, Leute! Mich nicht angreifen! Ich stelle die Frage! Ja, was denn? Ich hatte das auch mal mit meiner Freundin so einen Call. Und sie sagt selber, so ganz ehrlich, das ist nichts Schlimmes, der Typ. Das ist, die Mädchen haben da leider, die haben da einen Denkfehler. Die finden sich dann so ein bisschen unterdrückt, weil sie denken, da ist ganz oft die Aussage, ja, du stellst sie dir halt vor und das ist für mich falsch, so in der Art. Aber das ist irgendwie, weiß nicht. Du kennst dich auf eine andere auf. Ja, ich habe immer das genauso gefühlt. Ja. Die denken dann so, gefallst du nicht mehr? Musst du dir sowas anschauen? Reich ich dir nicht? Ja, okay. Hey, klar. Aber Gegenfrage. Ja, aber ich hab auch Träume. Hör mir zu. Sagen wir, du musst das alles immer aus deiner eigenen Sicht sehen. Würdest du es schlimm finden, wenn deine Freundin sich ein Video anguckt, wo jemand mit so einer Lanze dasteht und einen richtig krassen Körper und ein richtiger Playboy ist und sie guckt sich den Typen an und bespielt sich da selber? Wie würdest du das finden? Die guckt so richtig auf den Lörris. Wir analysieren ja auch die Titel. Würde man auch nicht so cool finden, deswegen kann ich sie auch verstehen. Ja, ja, fühle ich den Aspekt, aber dann vielleicht ist dann genau der Punkt zu handeln. Der ist ja nicht so erreichbar für sie, so deswegen. Ja, muss halt auch mal vielleicht eine Kopfschmerztablette nehmen. Und ist ein anderes Ding. Also ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Frage, in Beziehung an anderen auf den Po schauen, Digga, ich sag dir ganz ehrlich, jeder, der dazu was anderes sagt, wie heißt dieser Spruch? Man würde ja verleugnen sozusagen, man kann das nicht verleugnen, Digga, du bist in einer Beziehung. Wenn du ein Mädchen oder einen Jungen liebst, dann gibt es natürlich andere Menschen, die auch attraktiv sind und die guckt ihr euch eventuell auf der Straße so, oh ja, die ist attraktiv, aber wenn ihr jemanden richtig liebt, dann habt ihr gar nicht so die Vorstellung, oh ja, bla bla bla, sondern ihr sagt, oh ja, die sieht schön aus. Ja, aber
aber Ding ist, viele ja, sind sauer. Jeder, viele der sagt, sauer, so, viele sind sauer, sobald du auf den Po guckst, aber du musst, man kann ja gar nicht vorbeigucken, so. Ich finde, das ist aber dann, das ist ein dann guckst du auf den Arsch und dann schnell weg, was sollst du machen? Das ist dann eine verzampfte Beziehung in meinen Augen, Digga, bei mir ist das gar nicht so, bei mir ist das null so. Ey, ich würde mit dir zusammen sagen, guck mal, ja. Digga, meine Freundin sagt zu mir, ganz kurz, Willi, meine Freundin sagt sogar zu mir, ich war mit, wenn ich mit meiner Freundin schwimmen bin, die sagt, Alter, guck mal, was die für einen Arsch hat. Das sagt sie zu mir. Ja, also okay, ich habe da gar kein Problem. Und sie sagt sogar auch so, wir machen das, auf na, wir sind schon fortgeschritten, Chat. Sagen wir, da ist irgendein hübsches Mädchen und sie hat eine geile Hose an. Dann sagt sie, guck mal das Mädchen da, wie findest du die Hose? Und dann sagt sie auch, du kannst ruhig sagen, weil wenn du sagst, es sieht gut aus, dann hole ich mir auch so eine Hose. Sie, wie, also, weißt du, was ich meine? Ja, fühle ich komplett. Und da nochmal zu was zu sagen, also... Schau mal, was für einen riesen Puller der hat. Ich finde, das ist ja so wie im Museum. Nur gucken, nicht anfassen. Und das ist ja auch so, du holst dir den Appetit außen, gegessen wird zu Hause. Was denn? Hallo, ich komme nach Hause, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ja? So, ja. Ich glaube, um dann wieder nochmal ein Thema aufzumachen, Eli, was sehr interessant ist. Fremdgehen, verzeihen, ja oder nein? Nein. Nein. Also nein? Wenn... Aber was jetzt das Ding? Wenn es jetzt so geschrieben war mit Flirten, da kann ja, man ja so geschrieben rein. Flirten vielleicht so, aber wenn sie schon mal, wenn sie sich weghauen gelassen hat, Digga, dann ja, das ist kack, dann Digga, dann fahre ich zu ihrer Schwester und nehme ein Video auf, wie ich, sowas. Außer es war Krisch. Ja, sowas würde ich noch akzeptieren. Digga, ohne Logenchat. Nein, einmal nein. Wenn sie einmal mit jemand anderen, ich rede hier nicht mit Schreiben oder so, weißt du was ich, sondern ich rede hier wirklich von richtig Fremdgehen, so. Einen anderen, die klöten, das müsste man sich mal überlegen, die anderen, die klöten lecken oder irgendwas Heftiges halt. Hm. Ich weiß nicht, Kuss ist vielleicht so, ist schon, aber oh, sobald es halt wirklich ein bisschen intimer ist, sofort cutten, Digga, da lass ich gar nicht mit mir reden, die kriegt nochmal richtig, Digga, weißt du, was ich mir da einfallen lassen würde? Ich würde mir erstmal gar nichts anmerken lassen, dann würde ich würde die so rasieren, Hilfe, also an euch alle. So da draußen. Ja. Kuss auch, ja, ich glaube Kuss auch. Was würdest du sagen, so jemand bietet dir an 20.000 Euro, dafür deine Freundin. Guck mal, ich will kurz was sagen. Und ihr macht 50-50. Ja, würdest du machen? 20.000 Euro? Ja, mach mal. Dafür einmal. Wird eh in 3 Minuten Ding, wissen wir doch. 20.000? Niemals, Digga, hä? Ohne Sinn. Also, Halt 50.000. Auch nicht. Also, ich will kurz was sagen. Wenn ihr so denkt, mit diesen, oh, ich würde ganz gerne meine andere wegkloppen oder so, dann sagt der Person offen und ehrlich, hör mal zu, ich möchte momentan erstmal eine Pause, lass uns mal Abstand halten und lass uns mal vielleicht ein bisschen so chillen, ausprobieren, was weiß ich, Digga, sowas kann man machen, eventuell. Und wenn ihr merkt, dass ihr dann da vielleicht irgendwie den anderen vermisst habt oder so, dann könnt ihr wieder zurückkommen. Aber so in der Beziehung, solange die Beziehung am Laufen ist, niemals was machen. Es gibt immer Probleme, Freunde, abdauernd, manchmal ist man nicht zusammen, manchmal, also so, weißt, kennt ihr diese Zeiten, wo man dann, weiß nicht, 1-2 Monate nicht zusammen ist und dann merkt man, wie man das bereut und weiß nicht. Was ich so mitbekommen habe, sobald irgendjemand so eine Pause, Beziehungspause gemacht hat oder wir sind gerade on-off und sowas, früher oder später brichst du dann auseinander. Also was ich so mitbekomme, ich habe ja selber noch keine Beziehung gehabt, aber was ich so sehe bei anderen. Ja. Wenn es so einen Grund gab, dann kriegt man sich auch wieder. Na, aber was ich sagen will, so niemals in einer Beziehung was machen, das will ich damit sagen. Okay, weiter. Was hast du noch für Themen? Ich finde die Themen interessant. Einen Moment. Also, ja. Du bist in einer Beziehung. Darf deine Freunde Bikini-Bilder posten? Ja, nein? Also, ich bin gar kein Freund von irgendwas verbieten. Mhm. Aber ich wüsste halt nicht, Digga, warum sie ein Bikini-Bild posten sollte. Aber das, und genau das ist der Punkt, den du ansprichst. Das ist der Punkt. Also warum, wenn sie so denkt, dann frage ich mich halt, hä, warum willst du sowas überhaupt posten? Aber ja, aber dann gibt's ja, aber warte noch, kurz, dass ich unterspreche, dann gibt's ja wieder die Aussage, du, weißt du was, ich mach das ja für mich. Ich bin stolz, ey, auf kein Problem, mach das für dich, stell dein Profil auf Privat. Dann kannst du das doch machen. Ja, ey, hier, deine 3 Follower, mach. Ja. Fühl dich auch, hab ich auch, fühl dich genauso. Mach, aber sei privat so und nimm da keine Knäschkinder an. Weil, stell dir vor, das ist wirklich so, du bist in einer Beziehung, es ist scheiße, dass ihr gerade in keiner Beziehung seid, aber du warst ja lange in einer Beziehung, Vidi. Ja, du hast einen guten Körper und du postest ein Bild nach einem Sport oder so oder nach einem Fitness. Jeder von uns da draußen hat das schon mal gemacht. Jeder, wenn man dann, das macht man wirklich manchmal für sich. Ich kenne das. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen, ja, klar. Ein bisschen Anerkennung haben. Das ist Real Talk, Anerkennung. Man möchte sagen, oh, du hast einen stabilen Körper. So in der Art. Und vielleicht denken die ja auch so. Aber bei Mädchen ist das irgendwie so nochmal, da sieht man halt viel mehr irgendwie, finde ich persönlich. Ja. Und bei Frauen interpretierst du dir auch dann ganz viel mehr rein. Ja, aber wie gesagt, ich verstehe es ja auch nicht. Also, wenn du es für dich machst,
machen willst, mach's gerne auf deinem privaten Instagram, aber nicht der Öffentlichkeit. Ja, ja. Generell, Freunde, verbietet euren Freundinnen oder Freunden, das gucken wahrscheinlich nicht viele Mädchen in den Stream hier gerade, aber wenn ihr jemals einen Freund habt oder Freundin, dann würde ich niemals euch empfehlen, da irgendwas zu verbieten. Das wird nämlich auf lange Hinsicht dann safe kaputt gehen und ihr werdet euch nur streiten. Das kann ich euch aus Erfahrung, also es ist wirklich so. Und wenn ihr jemanden verbieten müsst, in den Club zu gehen, also sagen wir, ihr habt ein Mädchen und sie will immer in den Club gehen und ihr wollt das nicht, Digga, dann beendet die Beziehung, weil ihr wisst, dass ich könnte nicht von mir aus mit einem Mädchen zusammen sein, eine ernsthafte Beziehung führen, die sagt, ich möchte jede Woche in den Club gehen, ich möchte jede Woche mich von anderen irgendwie feiern, geh an deinen Geburtstag feiern, wenn deine Freundin Geburtstag hat, von mir aus macht er was. Aber es gibt ja so Mädchen, Digga, dem musst du ja erklären, dass sie jede Woche sich von irgendjemand anderen wegknallen lassen und sich dann selbst einreden, ich bin nicht so eine, bla bla bla, Digga, genauso eine bist du scheiß SCH-Lampe, geh mir nicht offen. Was denn, ZPM, ist mir doch egal. Das ist es, Chat. Wenn ihr sagt, ihr seid damit komfort, ja, die kann feiern gehen, ich habe damit kein Problem, ich gehe selber feiern, jedes Wochenende, dann macht es so. Aber ich persönlich, ich kann nur aus meiner Sicht reden, ich könnte das nicht. So. Everything has changed. Every day.